Hallo und herzlich willkommen bei Odo TV. Heute möchte ich euch mal einen der interessantesten Trekkingstöcke der letzten Monate vorstellen, den Compadel Expedition. Von dem Expedition gibt es zwei verschiedene Versionen. Zum einen den Expedition Solid, der besitzt eine feste Größe, muss also entsprechend auch direkt in der richtigen Größe bestellt werden. Und diesen hier, das ist der Expedition Vario, der ist höhenverstellbar, kann also relativ einfach an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Der Expedition Vario 4 hat in der Vergangenheit einige interessante Awards abgeräumt, zum Beispiel den Snow Award des Backpacker Magazine, und er ist Testsieger geworden in der Zeitschrift Alpin. Gründe genug also, sich diesen Stock einmal genauer anzuschauen. Werfen wir zunächst einen Blick aufs Material. Die beiden oberen Segmente des Stockes sind aus Carbon gefertigt. Dabei handelt es sich um ein leichtes, aber robustes Kunststoffverbundsmaterial. Das untere Drittel dagegen ist aus Titanal gefertigt, einer extrem robusten Aluminium-Titan-Legierung. Der Expedition Vario 4 besitzt eine runde Form. Das Gewicht eines Stockes liegt bei 220 Gramm. Komplett zusammengelegt bringt es der Trekkingstock auf eine Länge von nur 45,5 cm. Mit dieser Länge kann der Compadel Expedition 4 auch noch in allerkleinste Daypacks gepackt werden. Die Nutzlängen des Stocks liegen zwischen 120 und 145 cm. Auch die aufgedruckte Skala deckt diesen Bereich ab. Kommen wir nun zur Einstellung des Stocks. Zunächst einmal werden die beiden Faltelemente zusammengesteckt und dann gegen den Uhrzeigersinn verdreht. Als zweites wird dann das obere Segment auf die richtige Stocklänge zusammengeschoben. In meinem Fall von einer Körpergröße von 1,79 m wären das 125 cm Stocklänge. Wenn wir das eingestellt haben, wird dann einfach nur noch das Powerlock-System zusammengedrückt und damit ist der Stock dann fixiert. Positiv fällt uns auf, dass das Powerlock-System mittlerweile nicht nur mit einem Schraubenzieher zu Hause, sondern auch unterwegs mit einem Geldstück neu arretiert werden kann, falls dies nötig sein sollte. Die maximalen Körpergrößen ermitteln wir nach unserer Formel Stocklänge geteilt durch 0,7. Für den Compadel Expedition Vario 4 bedeutet dies: Die maximale Körpergröße liegt bei 2,7 m. Die minimale Körpergröße dagegen beträgt 1,71 m. Diese Daten gelten für einen Durchschnittsmenschen in flachem Gelände. Bergab werden die Stöcke etwas länger eingestellt, bergauf werden sie entsprechend kürzer gemacht. Schauen wir uns zum Abschluss noch die Ausstattung an. Der Compadel Expedition Vario besitzt einen konturierten Griff aus Schaumstoff. Er ist mit einer Griffverlängerung ausgestattet, sodass der Stock zum Traversieren auch kürzer gefasst werden kann. Der Stock ist mit einer Handschlaufe ausgestattet, die relativ einfach und schnell den eigenen Bedürfnissen angepasst werden kann. Sie ist an der Innenseite mit einem weichen Vlies ausgestattet, sodass es hier zu keinen Reibungen kommen kann. Der Trekkingstock besitzt kein Dämpfungssystem, sodass er sich auch für schwieriges Gelände eignet. Am unteren Ende besitzt der Stock eine robuste Spitze und einen Teller, der standardmäßig fürs Trekking ausgelegt ist. Der Teller ist flexibel gelagert und passt sich so optimal den Bedingungen an. Er kann bei Bedarf gegen einen optional erhältlichen Schneeteller gewechselt werden. Kommen wir zum Fazit. Der Compadel Expedition Vario 4 hat uns sehr gut gefallen. Das liegt vor allen Dingen am Gesamtpaket. Zum einen ist der Stock sehr, sehr leicht, zum anderen lässt er sich sehr klein zusammenlegen und
Drittens ist er sehr robust. Sicherlich gibt es den ein oder anderen Stock, der in einer dieser Kategorien noch besser ist als der Expedition Vario 4. Allerdings in dieser Kombination gibt es derzeit kaum einen besseren Stock. Vor allen Dingen hat uns sehr gut gefallen, diese Kombination aus Carbon und Titanal, die für eine wirklich große Robustheit sorgt, und das bei einem Stock, der nur aus 3 Segmenten besteht. Der Compadel Expedition Vario 4 ist also ein wahrer Superstock, leider auch beim Preis. Aktuell ruft Compadel 149 Euro dafür auf. Wer sich den Stock aber leistet, der wird mit ihm sicherlich auch viel Freude haben.